Einen schönen guten Tag. Da die Aufgaben dieser Woche ein kleines bisschen schwieriger waren, erkläre ich euch die Lösung in einem kleinen Erklärfilm. Und wir fangen mit der Aufgabe 10 auf der Seite 128 an. Dort sollte man die Funktionsgleichungen, den Tabellen und den Graphen zuordnen. Und wir fangen mit 0,3 hoch x an. Das ist nämlich die einzige Funktionsgleichung, die eine negative Steigung hat, weil sie zwischen 0 und 1 liegt, also kleiner als 1 ist. Und deshalb kann das nur der Graph unten links sein. Und in der Tabelle rechts oben sieht man, dass bei x gleich 1 y 0,3 ist. Und auch das ist der Hinweis, dass diese Tabelle zu 0,3 hoch x gehört. Dann haben wir zwei Funktionen mit einer positiven Steigung. Einmal die 3 hoch x und einmal die 2,5 hoch x. 3 hoch x steigt schneller als 2,5 hoch x, weil der Steigungswert größer ist. Und damit muss der Graph in der Mitte zu 3 hoch x gehören und der außen rechts zu 2,5 hoch x. Man sieht, dass der etwas langsamer ansteigt. Der Blick auf die noch übrige Tabelle zeigt, dass bei x gleich 1 y 2,5 ist. Das muss also zu f1 gehören. Wir erstellen noch schnell die Tabelle für 3 hoch x und fangen in der Mitte an. 3 hoch 0 ist 1, 3 hoch 1 ist 3, 3 hoch 2 ist 9, 3 hoch 3 ist 27 und in die andere Richtung eben umgekehrt 1 Drittel, 1 Neuntel, 1 27stel und dann ist auch diese Tabelle fertig. Wir gehen weiter zur Aufgabe 14 auf der Seite 129. Hier sollte man die Graphen den Funktionsgleichungen zuordnen, ohne dass man das Koordinatensystem gegeben hat. Und wir haben drei Exponentialfunktionen und drei lineare Funktionen. Fangen wir mit den Exponentialfunktionen an. Da sehen wir in der Grafik, dass die auch unterschiedlich steil sind. I ist am flachesten. Dann kommt j und am steilsten ist k. Das kann man nicht so richtig gut erkennen, ist aber so. Dementsprechend muss i zu 1,8 hoch x, j zu 2,7 hoch x und k zu 3,4 hoch x zugehören. Denn nochmal, umso steiler der Graph, umso größer die Zahl unterhalb des x's, also die Basis bei unserer Exponentialfunktion. Für die linearen Funktionen schauen wir uns an, dass wir zweimal den y-Achsenabschnitt 1 und einmal den y-Achsenabschnitt 2 haben. Das heißt, g muss zu 2x plus 2 gehören und bei h und f muss man einfach nur noch schauen, welche Funktion ist steiler, welche ist flacher. F ist flach, gehört also zu 0,8 der kleinen Steigung. H ist wesentlich steiler und muss deshalb zu 2,8 x plus 1 gehören. Und damit wäre auch die Aufgabe 14 gelöst. Und wir können einen Schritt weitergehen, nämlich zur Aufgabe 18. Da sollte man zunächst die Graphen von 3 hoch x und von 1 Drittel hoch x zeichnen. Das habe ich mit GeoGebra gemacht, ihr per Hand schön sauber im Heft. Und man sieht natürlich direkt, dass die Y-Achse die Spiegelachse für diese beiden Funktionen ist. Um das rechnerisch zu zeigen, muss man immer in so einem Fall beweisen, dass f von x das gleiche wie g von minus x ist. Wenn man das zeigen kann, dann gilt eine Y-Spiegelung. Wir machen das mal an einem kurzen Beispiel. Wenn man bei f von x für x2 einsetzt, haben wir 3 hoch 2, das ist 9. Und wenn wir jetzt bei g minus 2 einsetzen, da haben wir ja oben stehen, g von minus x, dann ist das 1 Drittel hoch minus 2. Jetzt wenden wir unsere Potenzgesetze an. Das ist dann 1 hoch minus 2 durch 3 hoch minus 2. Wir erinnern uns, in einem solchen Fall können wir den Bruch umdrehen, 3 hoch 2, 1 hoch 2 ist auch 9,
Wir sehen also, f von 2 ist das gleiche wie g von minus 2, nämlich jeweils 9. Das können wir auch in unserer Zeichnung sehr gut nachvollziehen. Wenn wir hier bei f schauen, haben wir an der Stelle 2 den Wert 9. Und wenn wir bei g an der Stelle minus 2 gucken, haben wir dort auch den Wert 9. Und damit haben wir hier die Spiegelung entdeckt. Das war natürlich jetzt nur ein Beispiel. Gerade alle Mathe-LKler der Zukunft, jetzt gut aufpassen. Jetzt zeigen wir das Ganze allgemein. Das heißt, auch hier gilt, f von x soll g von minus x sein. F von x ist 3 hoch x, g von minus x ist 1 Drittel hoch minus x. Und jetzt wenden wir ganz genau, wie gerade in dem Beispiel, das Potenzgesetz an. 1 hoch minus x durch 3 hoch minus x, wir drehen den Bruch um, 3 hoch x durch 1 hoch x. 1 hoch x ist immer 1, also bleibt nur noch 3 hoch x übrig. Das bedeutet, f von x ist das gleiche wie g von minus x, und zwar nicht nur an der Stelle 2, sondern an jeder beliebigen Stelle x. Denn wir sehen, f von x ist 3 hoch x und g von minus x ist auch 3 hoch x. Hier sehen wir es auch nochmal an der Grafik. Die y-Achse ist die Spiegelachse. Die letzte Aufgabe. Hier sollten wir für eine Potenzfunktion der Form y gleich b hoch x das b bestimmen und hatten jeweils einen Punkt gegeben, der auf dieser Funktion liegt. In a zum Beispiel den Punkt 2, 25. Das heißt, wir setzen für y 25 und für x die 2 ein, das sieht man unten drunter, b hoch 2 ist gleich 25. Und um jetzt das b auszurechnen, kann man entweder die zweite Wurzel aus b ziehen und hat dann die Lösung für 25, oder man macht es mit den Potenzgesetzen, so wie die das im Buch vorgemacht haben. Ich zeige euch das einmal, man nimmt die Potenz 1/2, also das Gegenteil von 2, und b hoch 2 hoch 1/2 und auf der anderen Seite dann 25 hoch 1/2. So, b hoch 2 hoch 1/2 ist das gleiche wie b hoch 2 mal 1/2. Das ist 1. Also b gleich 25 hoch 1/2. 25 hoch 1/2 ist das gleiche wie die Wurzel aus 25 und das ist 5. Klar, ihr hättet auch direkt an der Stelle die Wurzel ziehen können und hättet auch b gleich 5 rausgekriegt, wäre vollkommen richtig gewesen. Wie gesagt, im Buch haben sie es jetzt einmal so gemacht. Wir gehen zur zweiten Aufgabe, minus 1 und 0,25 werden für y und x 1 eingesetzt. Wir nehmen diesmal als Potenz hoch minus 1, haben dann b hoch minus 1 hoch minus 1, minus 1 mal minus 1 ist nämlich 1, haben dann b hoch 1. Und auf der anderen Seite 0,25 hoch minus 1 und das ist, fragt euren Taschenrechner, 4. Okay, dann bleibt nur noch die letzte Aufgabe. Wir setzen wieder für x und y einfach das ein, was da steht, auch wenn das gerade ganz eklig aussieht. Wenn wir vorher als Potenz 1/2 haben, müssen wir hoch 2 nehmen, damit wir 1/2 mal 2 gleich 1 haben. Müssen dann diesen ganzen Kram 1/2 Wurzel 2 hoch 2 rechnen. 1/2 hoch 2 ist 1/4, Wurzel 2 hoch 2 ist 2, 1/4 mal 2 ist 1/2 und damit haben wir auch die letzte Aufgabe korrekt gelöst.